Kommunikation spielte in der Menschheitsgeschichte schon oft eine wichtige Rolle und so auch beim Motorradfahren. Willkommen zur nächsten Folge unserer Videoreihe zu Motorradbekleidung, auch wenn es diesmal nicht wirklich ums Motorradfahren geht. Heute geht es um Kommunikationssysteme. Bleibt dran! Servus, liebe Leute, hier wieder mal aus dem Louis Wien Nord und nehme jetzt nicht mehr die Tanja, sondern der Marco. Grüß dich, Marco. Servus. Freut mich. Es ist jetzt so, wir reden heute über Kommunikationssysteme und das ist eine Wissenschaft quasi dahinter. Ich habe das selber am eigenen Leib erfahren müssen, dass das Ganze gar nicht so einfach ist, weil erst vor kurzem waren wir in Slowenien und Kroatien unterwegs zu viert und haben uns alle mit Kommunikationssystemen, da halt von Sena ausgestattet und wir haben Blut geschwitzt, bis wir irgendwie die Verbindung zusammengebracht haben. Fairerweise muss man sagen, wir haben uns auch nicht wirklich viel im Vorhinein mit irgendwelchen Betriebsanleitungen oder so beschäftigt. Man merkt halt dann doch, also rein mit Intuition geht es dann nimmer. Man muss sich ein bisschen mit dem Zeug auseinandersetzen und du hast das, glaube ich, schon sehr, sehr reichlich gemacht. Deswegen erklären wir jetzt einmal, wir haben jetzt eine ziemlich große Palette an verschiedenen Kommunikationssystemen. Gib mir mal einen Überblick, was gibt es denn überhaupt so auf dem Markt und wo liegen so die Unterschiede? Also grundsätzlich gibt es Universalgeräte, die man in alle möglichen Helme, die schon für eine Kommunikationsanlage vorbereitet sind, die kann man eben dort verbauen. Zeige ich dann ein paar Tricks, auf die man schauen sollte, ob der Helm auch wirklich geeignet ist dafür. Dann gibt es noch, was halt aktuell sehr im Trend ist, wahrscheinlich auch relevant für die neue Prüfnorm, die kommen wird ab 2024 in der EU, dass bestimmte Kommunikationssysteme speziell für Helme verwendet werden. Da ist halt der Nachteil, dass man die halt nicht wieder mitnehmen kann, wenn man zum Beispiel Helm tauscht, ja, und Marken wechselt. Und das ganz Moderne ist, dass man eigentlich Helm kauft, wo schon alles dabei ist und man nur noch eine Art Freischaltmodul verbaut. Und schon ist alles aktiviert. Das heißt, das Verbauen der Anlage entfällt in dem Fall komplett. Okay, das heißt quasi unterschiedliche Stufen von Integration im Helm, könnte man sozusagen sagen. Und wie wirkt sich das jetzt aber dann im praktischen Gebrauch aus? Wo sind denn dann die praktischen Unterschiede in der Handhabung, Batteriedauer, Signal, Qualität? Wie verhält sich das dann zwischen diesen unterschiedlichen Typen von Systemen? Also tatsächlich ist es so rein vom Gefühl her, dass die universellen Geräte preis-leistungstechnisch besser dabei sind, ja, dass sie mehr können für einen schmaleren Preis. Ja. Der Nachteil ist, dass sie nicht so schön im Helm verbaut sind, dass aerodynamische Nachteile gibt, ja, dass es zu Pfeifen etc. kommen kann, ja, oder zu Druckstellen an den Ohren, wenn die Stellen an den Ohrpolstern nicht tief genug ausgehöhlt sind, um große, gute Kopfhörer zu verbauen. Ja, da gibt es dann halt die Nachteile. Die Kommunikationsanlagen, die speziell für Helme sind, die sind meistens sehr einfach zum Verbauen. Ja, können dann oft einen Tick weniger. Leider werden da manchmal sogar veraltete Chipsätze verwendet und kosten aber trotzdem dasselbe wie die Topmodelle von den Universellgeräten. Ja. Das heißt, man zahlt ein bisschen für die schöne Form und das sleeke Design und dass das halt ein schönes, ganzes, rundes ist. Aber jetzt haben wir mal hier schon einen Helm am Tisch liegen und das ist jetzt, hast du mir vorher schon gesagt, das ist quasi das Beispiel für den Universalhelm. Also eigentlich ein Helm, der für sich alleinstehend ist, der nicht jetzt schon in Gedanken an ein gewisses Kommunikationssystem vorbereitet wurde. Wie schaut denn das dann aus? Wie funktioniert das? Ich schätze mal, das wird ja, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben, wie sich das bei euch verhält, ob ihr euch eher, wenn ihr ein Kommunikationssystem nutzen wollt, eher ein schon wahrscheinlich Helm in eurem Besitz schnappt und dann eins draufklatscht oder ob ihr dann glaubt, ihr geht gleich in Richtung schon vorintegriertes Kommunikationssystem. Aber jetzt erklären wir mal, wie funktioniert denn das mit einem Kommunikationssystem bei einem Universalhelm? Also grundsätzlich helfen wir natürlich auch aus. Wenn sich die Leute Helme aussuchen, können sie gerne zu uns kommen. Wir schauen uns das an, ob Helme dafür vorbereitet sind. Bedenken, Modelle, wurscht von welchen Herstellern, ja, alles unter 150 Euro, ja,
ist oft der Fall, dass sie nicht vorbereitet sind. Da hat man dann einfach keine Helmpolster, die man irgendwie rausnehmen kann, wo keine Vertiefungen sind in den Seitenschalen, dass man eben keine Kopfhörer verlegen kann. Hab schon alles Mögliche gesehen, was sich die Leute selber verbaut haben. Es gibt dann halt unendliche Druckstellen. Das ist für mich halt nicht der Sinn einer Kommunikationsanlage. Ja. Dieser Helm im Speziellen ist halt sehr leiwand, weil er hier keine Aufnahmen hat eben für schon integrierte Kommunikationsanlagen. Er hat keine großen, scharfen Kanten und Biegungen. Das ist auch etwas, was wir sehen, dass die Hersteller, ich will niemandem was unterstellen, aber das ist halt das Moderne, ja, absichtlich in diesem Bereich. Natürlich links, ja, nicht Gashand, wird immer auf der linken Seite die Kommunikationsanlage verbaut. Und dass halt absichtlich Sachen hier verbaut werden, damit die Leute sich doch entscheiden für das integrierte System. Der hier hat das in dem Fall nicht. Ja. Sein Trick, den ich immer mache, wenn Leute ein ganz besonderes Dekor haben und die wollen halt nichts draufkleben. Grundsätzlich sage ich, Klebehalterungen sind besser, ja, verbauen wir auch. Also das kann ich auch erwähnen, wir haben einen Helmeinbauservice, ja. Wir verlangen 20 Euro pro Helm. Ja. Aber bitte daran denken, dadurch, dass wir oft viele Aufträge pro Tag haben, können wir das nicht gleich mit Wartezeit machen. Ja. Die Helme können bis zu einer Woche dauern, bis wir fertig sind damit. In der Regel weniger, aber wir sagen das immer dazu. Ja. Wer sich da nicht dran traut, es ist keine Raketenwissenschaft, wir machen das für euch. Ja. So, und der Trick, den ich hier zeigen möchte, irgendeine Karte nehmen, ja, wenn man eben keine Klebehalterung nehmen will, und versuchen, weil da werden zwischen Polster und Helmschale werden hier Klemmhalterungen verwendet. Wenn man hier reinkommt, ja, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass man auch mit einer Klemmhalterung hier arbeiten kann. Ja. Ist nicht bei jedem Helm so, dass das so gut geht. Ja. Da ist man dann halt auf die Klebehalterung angewiesen. Weiters auch ein tolles Beispiel. Ja. Ich mache den mal hier auf. Die Sonnenblende, die hier aktiviert wird. Natürlich muss man dann aufpassen, wenn man sich das dann irgendwo hierher setzt, dass man sich dann nicht im Weg ist. Ja. Dass man halt schön noch zu allen Funktionen vom Helm dazukommt. Dass auch die Kabel natürlich nicht hier irgendwo eingezwickt werden. Grundsätzlich auch Kabel, bitte, das habe ich auch schon oft gesehen, nie am Helmpolster so verlegen, sondern immer unter dem Polster, zwischen Polster und Helmschale. Weitere Sache zum Aufpassen, Klapphelme, die so eine Klappmechanik haben, die nach unten klappt, ja, aufpassen, wenn man schon zum Beispiel eine Klebehalterung verwendet und dann kommt man darauf, hey, ich kann es ja gar nicht mehr aufklappen. Ja. Mhm. Solche Sachen immer bedenken, jetzt auch immer interessanter mit den sogenannten Flip-Back-Helmen, die wirklich komplett nach hinten drehen, ja, gibt es bestimmte Kommunikationsanlagen, wo Akku-Packs hinten verbaut werden. Da auch aufpassen, dass man da halt da sich nicht im Weg ist. Ja. Und dann tatsächlich das Wichtigste ist nicht nur das, sondern eben diese Vertiefungen in der Helmschale. Weiß nicht, wie gut man das hier herzeigen kann. Grundsätzlich schauen wir dann immer rein, ja, und man spürt das. Also hier in dem Fall kann man den Polster gut rausnehmen. Mhm. Und hier sieht man seine Vertiefung im Styropor drinnen. Ja, das spürt man richtig mit den Fingern. Das ist meistens so ein halber Zentimeter. Ja. Das ist wirklich der Platz, der dafür gedacht ist, dass man dort die Kopfhörer reinsetzt. Mhm. Ja. Natürlich gibt es dann halt immer wieder Fälle, wo das zu klein ist. Ja. Da kann man mit so Werkzeugen wie einem Dremel eventuell ein bisschen nachhelfen, aber großartig an die Helmschale würde ich mich nicht dran trauen. Okay. Würde ich lieber eine andere Kommunikationsanlage nehmen, als dass ich die Helmschale schwäche. Ja? Also das ist auch tatsächlich etwas, was wir nicht machen. Ja? Das muss sich dann der Kunde selber machen, wenn er möchte. Ja? Bei Vollvisierhelmen wie diesen, ja, muss man aufpassen, dass man Kommunikationsanlagen kauft, wo Klebemikrofone dabei sind. Mhm. Ja. Und diese Klebemikrofone, die werden hier unterm Polster vorgeführt und hier reingeklebt in den Mundbereich. Mhm. Auch als Trick, nicht direkt vor den Mund kleben, dass wenn man ein bisschen eine feuchtere Aussprache hat, dass das Mikrofon nicht so leidet, so leicht versetzt. Ja, reicht absolut aus. Ja. Aber bitte keine Schwanenhalsmikrofone verwenden. Das sind diese längeren Mikrofone, die nur für Klapper und Jethelme. Bitteschön. Ja, okay. Habe ich auch schon alles Mögliche gesehen, weil das stört dich beim Anziehen vom Integralhelm immer extrem. Dann schiebt sich das immer nach oben, da leidet das Polster unterhalb, die Anschlüsse, alles. Also immer darauf achten, wenn Vollvisierhelm, dann Klebemikrofon. Okay.
Auch noch ein guter Tipp, weil ich habe bis jetzt immer Schwan als Mikrofon verwendet in meinen Integralhelm. Naja, gut, jetzt aber kommen wir zu den integrierten Systemen. Ja. Da haben wir eigentlich zwei Helme. Da habe ich mal als ersten Beispiel einen Touring-Helm von Shoei, der GTR2. Der 1er hatte das noch nicht. Ja. Der 2er ist halt schon, wie man hier sieht, vorbereitet für eine Kommunikationsanlage, wo hier die Steuereinheit reinkommt, hier im Nacken der Akku, hier nochmal eine andere Blende. Ja. Und der hat sogar, wenn man drinnen schaut, das sieht man halt natürlich jetzt schwer, der hat sogar wirklich schon den Platz für das Klebemikrofon mit Kabel wirklich schon ausgehöhlt, dass man wirklich ganz genau weiß, was man macht. Ja. Das ist halt der Vorteil, das ist wunderschön integriert, da pfeift dann halt nichts zusätzlich. Natürlich haut man sich mehr Gewicht rein, ja, also das spürt man, finde ich, schon. Aber grundsätzlich ist das halt eine wunderschöne Lösung, wie man das machen kann. Es ist halt immer ein bisschen teurer. Das können wir schon beobachten, dass die speziellen Kommunikationsanlagen für Helme teurer sind. Aber wie gesagt, dadurch, dass mit der neuen Prüfnorm 2206 in Europa werden die Helme mit Kommunikationsanlagen getestet, ob die ein Sicherheitsrisiko darstellen können eventuell. Ja. Und deswegen setzen die Hersteller wahrscheinlich jetzt schon drauf, dass man halt wirklich voll integrierte Systeme so einbauen kann. Und passend für dieses System, also für diesen Helm, das ist dieses SRL2, was in Zusammenarbeit mit Sena, also oft ist tatsächlich Sena der Hersteller, der für die meisten Hersteller die integrierten Systeme baut. Mhm. Jetzt haben wir aber gesehen, für Scorpion, ja, auch ganz neu draußen für zwei Arten von Helmen, wo es voll integriert ist, wird aber von der Firma Uclear gemacht, die in Europa sehr unbekannt ist. Das ist eher was Amerikanisches, wird wahrscheinlich jetzt den dritten großen Player geben im Kommunikationsbereich. Ja. Aber ja, das ist eben das. Und hier auf der Rückseite sieht man das auch schön. Ja. Das ist halt alles schon verkabelt mit den richtigen Kabellängen etc., dass es wirklich wunderschön in den Helm reinpasst. Keine Stecker irgendwo drücken und am Polster und sowas. Also dafür ist das halt dann schon mega angenehm. Und jetzt hast du aber vorher mir auch schon gezeigt, neben dieser Aussparung, wo dann die Kontrolleinheit fürs integrierte System reinkommt, klebt ja schon was. Und da hast du mir gesagt, das ist dann dieser typische Konflikt, der hier entstehen kann. Genau. Der Konflikt ist nämlich der, wenn man zufrieden ist mit dem System, aber vielleicht nicht mit dem Helm und man möchte 2-3 Jahre später einfach auf einen anderen Helm umsteigen, aber die Kommunikationsanlage mitnehmen, dann wird das halt schwer, wenn das nicht wieder ein GTR 2 ist in diesem Fall. Ja. Das heißt, es ist auch die Möglichkeit gegeben natürlich, dass man wieder universelle Geräte verbaut, aber dadurch, dass man dann halt immer irgendwie baulich begrenzt ist, muss man sich dann halt mit den Klebe- oder Klemmhalterungen teilweise recht abenteuerliche Positionen aussuchen, ja, dass es dann irgendwo weiter hinten ist oder sowas. Ja. Ist dann natürlich auch nicht mehr so schön, aber das Coole ist, ich will nach 3 Jahren meinen Helm tauschen, einfach ausbauen, ja, neue Klebehalterung kaufen, die gibt es auch bei uns natürlich im Zubehör und dann klebe ich das einfach auf den neuen Helm drauf, verbaue das dort fertig. Was es natürlich auch gibt, ist bei solchen Universalsystemen Audio-Kits, das heißt in einem anderen Helm verbaut man auch die komplette Kommunikationsanlage und dann hat man ein Gerät und je nachdem, wenn man Bock hat, einen Tag mit dem Klapper zu fahren, wenn es sehr heiß ist und dann, wenn man sportlich unterwegs ist mit dem Vollvisier, nimmt man das Gerät runter, tut es einfach auf den anderen Helm drauf fertig. Ja. Mhm. Also man muss nicht zwei volle kaufen, damit die immer drinnen bleiben. Das ist halt dann der Vorteil wieder von den universellen. Mhm. Genau. Genau, einfach Vielseitigkeit kriegt man dann quasi auch dadurch. Wie ist denn das jetzt, hinter dir hängt schon die ganze Zeit jetzt der Schubert, das ist ja der dritte im Bunde, den wir haben, das ist auch Teil der voll integrierten. Genau so ist es. Das ist schon Next Level, was sehr gut sein kann, dass es halt die Zukunft sein wird, ja, auch wahrscheinlich wegen den Prüfnormen. Hier ist das so, das sieht man in dem Fall nur an der kleinen Mikrofonabdeckung, ja, da ist schon alles drin. Aufpassen, das ist der C4 Pro. Es gibt auch eine Variante, eine abgespeckte, wo das nicht drinnen ist. Ja, da ist keine Kommunikationsanlage für die Leute, die das nicht brauchen. Mhm. Aber in jedem C4 Pro, von Schubert in dem Fall, ist schon eine Kommunikationsanlage drinnen. Das heißt, da braucht man nichts mehr machen, außer, dass man hier hinten
Da gibt es dann halt natürlich dann die Module, natürlich kostet das extra, ja. Okay. Gibt es dann halt auch mehrere Varianten, je nachdem, was man braucht, ob mit mehr Leuten kommunizieren, eventuell mit Radio und sowas, ob das einem wichtig ist, ja. Gibt es dann halt Varianten, die man einfach nur hier Akku und Modul reinschiebt, schon wird alles freigeschalten und man kann das schon verwenden, ja. Also das ist tatsächlich mit Abstand der einfachste Einbau, ja. Deckel runter, Produkt verbauen, innerhalb von 5 Minuten ist das Ganze erledigt und geht schon los. Ja? Und das wird wahrscheinlich irgendwann die Zukunft werden, einfach aus dem Sicherheitsaspekt, was halt immer strenger wird. Ja? Der Nachteil ist, natürlich werden die Helme schwerer dadurch. Das heißt, man trägt das Gewicht immer mit, auch für die Leute, die das gar nicht so wollen, die Kommunikationsanlage. Und das spürt man halt dann natürlich schon. Und wie ist das jetzt, wenn das so doch recht große Unterschiede sind zwischen universalem System, integriertem System, auch wie die Verkabelung ist, wie groß die Einheiten sind? Gibt es da auch beobachtbare Unterschiede bei so Batterieleistung oder auch Sendequalität? Kann man das so pauschal sagen, dass integrierte Systeme, Hausnummer, eine bessere Tonqualität haben als die universellen oder umgekehrt? Tatsächlich glaube ich eher, dass die universellen Geräte oftmals besser klingen, mehr Features bieten, wegen am Akku, da kommt es immer aufs Gerät an. Also pauschal traue ich mich da gar nicht etwas zu sagen. Ja. Es sind halt, also man merkt es glaube ich, wir sind halt schon grundsätzlich Fans von den universellen Geräten. Es wird halt leider immer schwerer, die zu verbauen. Ja. Aber ich finde, sie haben einfach viel zu viele Vorteile. Okay. Ja. Das heißt, ich persönlich hier nicht, ja, aber ich würde dann zum Beispiel auch bei so einem GTA 2 damit leben, dass dann halt das nicht so schön ist, ja, und ich dann halt eine Halterung habe. Aber das ist halt nur, ja, mein Empfinden. Na, okay, und wenn wir jetzt aber eh schon so in die Praxis und so die deine Favoriten und so kommen, jetzt vielleicht mal ganz konkret die Frage. Es gibt ja nämlich ganz viele unterschiedliche auch Arten, sich zu verbinden, von Bluetooth über Mesh, über Multi, was weiß ich, wie gesagt, ja. Ich kenne mich ja nicht aus. Deswegen nehmen wir, glaube ich, die 2 Szenarios, die so am wahrscheinlichsten sind, warum man sich überhaupt so ein Kommunikationssystem anschafft, nämlich jetzt eben Frage, wenn ich mit einer Gruppe ausfahren möchte, welches System brauche ich? Was brauche ich, damit ich mit meinen Haberern, Hausnummer, wir sind zu viert, was brauche ich, um dass wir zu viert zusammen fahren können und untereinander plaudern können? Also grundsätzlich ist es schon so, dass zuerst mal mit den Haberern schauen, hat schon irgendwer von irgendeiner Firma Geräte. Grundsätzlich ist das schon der Fall, wenn schon 2 Leute Sena haben. Und die anderen beiden wollen mitfahren, würde ich auch eher zu einem Sena tendieren. Mhm. Wenn jetzt eine Vierergruppe gar nichts hat, ist das dann offen. Ja? Da gibt es dann halt Unterschiede vom Biss. Ja? Überlegen, die meisten Geräte sind so, dass sie bis 4 Personen ausgelegt sind. Und wie du das schon vorher gesagt hast, die Mesh-Technologie erlaubt Gruppengrößen von bis zu 15 Fahrern. Ja. Mir persönlich zu viel, aber es ist die Möglichkeit gegeben. Also im Vorhinein überlegen, was für Gruppengrößen werde ich brauchen. Ja? Mhm. Natürlich ist dann innerhalb der Gruppe der limitierende Faktor das kleinste oder das Gerät mit den wenigsten Features. Ja? Also der wird dann halt nicht natürlich, obwohl er nur ein, keine Ahnung, 100 € Kommunikationsset hat, das maximal mit einer weiteren Person kommunizieren kann, nicht plötzlich mit 15 weiteren sprechen können. Ja, also das ist dann halt der limitierende Faktor. Vorüberlegen, hat irgendwer schon wer von der Gruppe was? Ja, und wenn ja, welche Marke? Und dann würde ich auch eher bei dieser Marke bleiben. Ja, und dann gerne zu uns kommen, beraten lassen, ja, was es da halt so gibt. Und das 2. Szenario, glaube ich, abgesehen von Gruppenfahrten, wo auch noch viele Leute überlegen, ob sie sich nicht sowas anschaffen wollen. Auch ich habe schon in die Richtung überlegt und habe das mal letztens beim ersten Urlaub mit der Freundin mit dem Motorrad, habe ich dann das erste Mal das verwendet, auch eben mit dem Sozius zum Reden, weil es einfach nett ist, gerade wenn man dann längere Autobahnetappen macht oder so, ein bisschen dahin plaudern, ist einfach was Schönes. Was braucht man denn, um im So zu bauen zu können? Wahrscheinlich deutlich weniger, um so eine ganze Gruppe auszustatten. Natürlich, also da bieten die Hersteller so, sage ich mal, Einsteigersets oder eben speziell Sets, auch Doppelsets für Fahrer-Sozius-Kommunikation, die meistens auf
10 Meter oder so abgeriegelt sind. Die schaffen gar nicht mehr Reichweite, aber ist ja auch absolut ausreichend auf dem Motorrad. Natürlich spart man sich da sehr viel Geld. Grundsätzlich als Tipp, wenn man das schon vorhat, sowas zu kaufen, da sind alle Hersteller gleich, immer als Doppelset kaufen, weil da spart man sich dann immer auch ein paar Euro, als wenn man sich die Sachen alle einzeln kauft. Auch für Gruppen ein Trick, ja, wo man ein bisschen noch schauen kann, dass man nicht zu teuer aussteigt, ja, weil billig sind diese Geräte nicht. Ja. Dass man halt einfach, wenn zum Beispiel eine Vierergruppe unterwegs ist, dass sich halt einfach zwei Leute ein Doppelset kaufen. Dann kommt das halt günstiger, wenn man sich das dann teilt. Ja, und da gibt es eben beim Fahrersozius Thema gibt es da einfach Möglichkeiten von den Herstellern, die halt nicht so teuer sind. Die schauen teilweise gleich aus, kosten aber viel weniger und schaffen dann einfach die Reichweite nicht, was aber absolut ausreichend ist, wenn man auf demselben Bike sitzt. Man muss sich doch vorher deutlich überlegen, was man alles braucht. Aber meine Frage ist jetzt, es kann ja natürlich auch passieren, dass man ein bisschen später dann erst draufkommt, dass man miteinander reden möchte oder vielleicht finden sich Leute zusammen, die beide schon ein Kommunikationssystem haben und jetzt gern miteinander fahren und reden würden. Es ist aber von unterschiedlichen Herstellern. Wie ist denn das jetzt? Prinzipiell sind sie kompatibel? Geht das, dass man mit Produkten unterschiedlicher Hersteller miteinander redet oder geht das einfach von Grund aus nicht? Also früher war das tatsächlich so, dass es sehr große Kopfschmerzen bereitet hat und, okay. Tatsächlich fast gar nicht funktioniert hat. Mit immer neueren Bluetooth-Schnittstellen erlauben Gott sei Dank die Hersteller immer mehr Freiheiten. Ja. Die Sache ist dann die, natürlich gibt es zum Beispiel von Sena eine eigene Mesh-Technologie und von Kado, ja, die nicht kombinierbar ist, meines Wissens nach. Ja. Das heißt, diese 15 Leute, Gruppengröße wird man halt nicht erreichen, ja. Aber in dem normalen Kommunikationsmodus mit bis zu 4 Leuten wird man sich dann verbinden können, ja. Oft gibt es dann so, aber gibt es Abstriche, dass man dann in einem sogenannten Pendelmodus fahren muss, ja, wo man eine feste Kette bilden muss, ja. Und dann darf man sich zum Beispiel nicht überholen gegenseitig, weil sonst bricht das Netz zusammen. Und wenn das passiert, muss man stehen bleiben und die Kette neu bilden wieder. Das sind halt dann immer so diese Sachen, wo Mesh toll ist. Ja. Diesem System ist es komplett egal, da kann man sich aufführen, überholen hin und her. Ja. Und er schaut einfach nur, dass eine große Kommunikationswolke bildet zwischen den Fahrern, die halt da gerade da sind. Ja. Aber gerade zwischen den Herstellern ist es möglich. Es wird gefühlt immer einfacher. Ja. Aber man muss immer damit rechnen, dass man nicht die vollen Reichweiten erzielt und eventuell auch ein bisschen generell Qualitätseinbuße hat zwischen den Herstellern, aber möglich ist es. Ja. Grundsätzlich, so als Tipp auch, egal welcher Hersteller was mit Reichweite hinschreibt, natürlich übernehmen wir das auch auf unserer Webseite in den Eigenschaften. Das funktioniert vielleicht auf irgendwelchen ganz ebenen Savannenflächen, ja, aber in einem wunderschönen bergigen Österreich ist das sehr schwer zu erreichen. Also grundsätzlich sage ich, wenn man die Distanz hat, die dort steht, mit Reichweite, kann das auch ruhig auf die Hälfte schrumpfen in einem bergigen Österreich. Ja, dass halt von 1,2 Kilometer nur 600 Meter werden, weil halt einfach auch in der Stadt bauliche Maßnahmen halt dann einfach die Kommunikation stören. Also immer mit dem Gedanken reingehen, die Meter, die da stehen, die erreicht man sehr selten, in einer idealen Welt leider nur. Verstehe. Also man muss dann doch sehr viel mit Realismus dran rangehen, nicht nur jetzt, was die Reichweiten angeht, sondern auch, was man jetzt wirklich braucht, wie viele Leute man ist und wie man am besten diese verschiedenen Systeme kombiniert, wenn es welche gibt. Trotzdem aber Kommunikation, ich glaube, du bist auch ein Fan davon. Also es wird schon irgendwie immer interessanter. Betrifft nicht nur jung, sondern wirklich quer durch die Bank. Vor allem viele Leute, die irgendwo nach Kroatien Urlaub fahren, ja, auch wirklich, sage ich mal, 70 plus, ja, die wollen einfach miteinander plaudern, weil das halt schon eine tolle Sache ist, dass man halt nicht nur den Wind von der Autobahn hat, sondern dass man halt ja, über die Landschaft oder was auch immer sich unterhalten kann. Ja. Also wirklich quer durch die Bank, voll interessantes Thema, wird gefühlt jedes Jahr immer stärker. Problem ist, der Aufwand, um zu beraten, wird immer größer, weil halt immer mehr Geräte auf den Markt kommen, spezieller vor den Herstellern und die dann wieder mit den universellen zu vergleichen. Nehmt euch Zeit. Ja, nicht erwarten, man kommt her, den Helm nehme ich,
das haue ich rein, das funktioniert vielleicht bei solchen Helmen wie da, ja. Mhm. Aber bei vielen anderen muss man sich da halt eventuell vorher schon ein bisschen einlesen oder dann mit uns sprechen. Aber das dauert halt einfach, bis man sich da einen Überblick verschafft hat durch dieses Mehr an Kommunikationsanlagen. Also Geduld ist gefragt. Ich glaube, das Video ist auch recht umfangreich geworden, aber ich fand es sehr interessant, weil es ist halt wirklich, wie ich schon gesagt habe, ich finde, das ist wie eine Wissenschaft dahinter. Und ich habe auch gemerkt, wie gesagt, das ist furchtbar kompliziert, wenn man es von selber ohne irgendein Vorwissen probiert. Vielen Dank für die Erklärung. Ich hoffe, auch euch hat das geholfen. Ihr habt jetzt ein bisschen mehr einen Überblick über diese Welt der Kommunikationssysteme. Und Marco, ich sage danke fürs Gespräch, ich sage euch danke fürs Zuschauen. Falls euch die Erklärung gefallen hat, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und in diesem Sinne, Marco wird auch noch in den weiteren Folgen der Videoreihe zu sehen sein. Also bis dann und auch euch bis dann, bis zum nächsten Mal und pfiat euch!